Aber wenn wir es also aus wissenschaftlicher Perspektive sehen, und die möchte ich gerne einnehmen, finde ich eine Aufarbeitung sehr, sehr wichtig. Wie stark das denn politisch stattzufinden hat, das würde ich mir vielleicht als Bürger wünschen. Ja, ich glaube nicht daran. Aber wissenschaftlich finde ich das ganz, ganz wichtig, nicht? Also, dass wir die Daten generieren, um genau zu sehen, warum wurde was wie entschieden. Sagt Jonas Schmidt-Hanassit. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Glaubt man dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dann hat mein heutiger Gast mehr Schaden angerichtet als manch ein Corona-Leugner. Sein Vergehen? Er hat es immer wieder gewagt, den Nutzen manch einer Regierungsmaßnahme kritisch zu hinterfragen. Und er ist mit dieser Kritik in die Öffentlichkeit gegangen. Und das bereits 2020, zu einem Zeitpunkt, als kritische Widerrede nicht immer gerne gesehen war. Die Rede ist von Jonas Schmidt-Hanassit, dem Inhaber des Lehrstuhls für Arbovirologie an der Universität Hamburg. Neben seinem Kollegen Hendrik Streeck zählte der während der letzten drei Pandemiejahre sicherlich zu den wichtigsten kritischen Stimmen aus den Reihen der medizinischen Virologie. 1979 im damaligen Ost-Berlin geboren, studierte Jonas Schmidt-Hanassit in den frühen 2000er Jahren Humanmedizin an der Charité und promovierte sich 2006 mit einer Arbeit über serologische Testverfahren. Später ging er an das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, wo damals auch noch sein heutiger Professorenkollege Christian Drosten arbeitete. Seit 2018 ist Jonas Schmidt-Hanassit Universitätsprofessor und Arbeitsgruppenleiter für Arbovirologie und Entomologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Herr Schmidt-Hanassit, ich würde gerne vielleicht mal mit einer persönlicheren Frage einsteigen. Was ist eigentlich so faszinierend an Viren? Oh, das ist eine schwierige Frage und wo es natürlich auch nicht die eine Antwort drauf gibt, weil eben die Virologie erstmal als Fach sehr breit ist. Das ist ja ein Querschnittsfach. Wir haben Mediziner, Tierärzte, Biologen. Das macht es interessant. Auf der anderen Seite eben auch, gerade wenn es über Wissenschaftskommunikation oder zu Wissenschaftskommunikation kommt, ist es wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen, dass es die gibt. Weil natürlich ein Virologe, der Biologe ist, anders argumentiert, weil er eine andere Sichtweise auf die Virologie hat, also gar keinen Patientenkontakt, keine Diagnostik größtenteils, als eben ein Arzt, der Facharzt für Virologie ist und da auch einen anderen Zugang hat. Also insofern würde ich sagen, die Vielfalt der Virologie macht es sehr, sehr interessant. Man hat, gerade wenn es jetzt eben um die aktuelle Pandemie geht, ja gesehen, wie viel Biologie da auch wichtig ist. Ja, Tiere spielen eine Rolle, das Verständnis, wie sich diese Tiere verhalten. Und gerade in meinem, sag ich mal, sehr speziellen Gebiet der Arbovirologie, also der Viren, die durch Arthropoden übertragen werden, spielen Gliederfüße eine große Rolle, also Stechmücken, Zecken. Und das ist etwas, was normalerweise den Mediziner weniger interessiert. Da geht es ja um Krankheiten und weniger um Insekten. Also es ist einfach ganz spannend, diese unterschiedlichen Gebiete, die dort zusammenkommen. Und das macht es letztendlich aus. Und ich glaube, es gibt wenige Fächer in der Medizin, die ja diese Breite haben. Nicht? Wenn wir das jetzt wirklich mal auch von den Kollegen und Kolleginnen sehen, die dann in der Virologie tätig sind. Und ich glaube, die Pandemie hat es ja sehr gut gezeigt. Das haben sich Tierärzte geäußert, das haben sich Biologen geäußert, Mediziner aus dem Gebiet der Virologie. Ich glaube, das ist nochmal ganz gut sichtbar geworden. Das ist eben doch ein fundamentaler Unterschied, zum Beispiel im Bereich der inneren Medizin, nicht, oder in anderen Bereichen. Das Faszinierende finde ich ja zunächst, dass diese kleinen, ja, wie nennt man es dann ganz genau, diese kleinen Teilchen, sag ich mal, Lebewesen sind es ja letztlich nicht, also so winzige Teilchen, die Macht haben, quasi den ganzen Globus zunächst mal lahmzulegen, wenn man es jetzt auf die Pandemie runterbricht. Und Ihre Kollegin Karin Mölling nennt sie ja auch irgendwie die Supermacht des Lebens in ihrem Buch über Viren. Ich habe immer gesagt, ich würde sozusagen Viren nicht überhöhen, nicht? Also sagen, sie haben jetzt Macht über unser Leben. Erstmal, wenn man oft das auch jetzt in den letzten 3 Jahren gehört hat, was will das Virus, was macht das Virus? Ich habe das immer in den Vorträgen so erklärt, dass die Viren überhaupt gar nichts wollen. Sie sind einfach da. Und wenn wir nichts machen, das heißt Kontakt, und wenn wir das evolutionär betrachten, Kontakt auch innerhalb einer Zelle, ja, zwischen unterschiedlichen Zellorganellen,
dann wären die Viren nicht das, was sie eben sind, weil sie genau darauf angewiesen sind. Ja, insofern sind Viren eigentlich nur Sandkörner. Wenn man da nicht durchgeht, wenn sie nicht verschleppt, das passiert nichts und sie geraten in kein Getriebe. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen, dass Viren Kontakte sind. Sie sind Zeit. Das haben wir ja auch gelernt in der Coronavirus-Pandemie. Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor. Und natürlich die Anzahl, die Menge ist ganz entscheidend. Ne? Ein Virus ist etwas ganz anderes als 1000 Viren. Sie selbst scheinen das Thema ja zumindest derart faszinierend zu finden, dass Sie Ihre Promotion über, ich muss das mal gerade lesen, Entwicklung und Validierung serologischer Testverfahren zum Nachweis importierter Hantaviren-Infektionen geschrieben haben. Was sind denn Hantaviren? Hantaviren sind Viren, die durch Nagetier übertragen werden. Also Sie sehen, damals schon habe ich mich mit zoonotischen Erregern, zoonotischen Viren beschäftigt. Also genau das, was SARS-CoV-2 auch ist. Sie werden also von Nagetieren übertragen und können zum Beispiel bei uns in Deutschland zu akuten Nierenversagen führen, wie das Puumala-Virus, was in Süddeutschland vorkommt, bei uns in Norddeutschland, also eher Mecklenburg-Vorpommern, kommt das Dobrava-Belgrad-Virus. Also Sie sehen schon, ich hatte immer, man macht ja als Mediziner oftmals die Doktorarbeit während des Medizinstudiums, eigentlich schon so einen Bezug zu exotischen Erregern, sagen wir es mal so. Es hätte durchaus auch ein Bakterium sein können oder ein Pilz, aber es war dann eben zufälligerweise, dass es ein Virus ist, aber eher etwas Exotisches, ne, was eben in der neuen Welt vorkommt. Also ich habe mich da nicht mit den Hantaviren beschäftigt, die in Deutschland vorkommen, sondern eben in Argentinien und Chile, die in dem Fall kein Nierenversagen, sondern Lungenversagen machen und wo eben ein Großteil der Infizierten über 50% versterben. Also eine furchtbare Erkrankung. Und da gab es eben keine Diagnostik zu dem Zeitpunkt, die sozusagen so eine Infektion sauber differenzieren kann, serologisch, das heißt eine Antikörperdiagnostik. Und die habe ich dann eben entwickelt und insofern war das dann ganz hilfreich. Ich war ja damals auch am Konsiliallabor für Hantaviren an der Charité. Mein Doktorvater ist ja Detlef Krüger gewesen, damals an der Charité. Und insofern hatte ich davon eigentlich von Anfang an so einen Bezug zu diesen exotischen Erregern, zu den zoonotischen Erregern und bin dann genau auch letztendlich dem Ganzen treu geblieben und habe das dann weitergemacht. Also was ich auf jeden Fall schon mal bemerke, ist, das Ganze ist unglaublich komplex und wir haben es in dieser jetzt dreijährigen Corona-Krise doch irgendwo geschafft, also wir, damit meine ich vor allen Dingen uns in den Medien, dieses komplexe Thema so runterzubrechen, dass man, um es vielleicht in einfacher Sprache zu sagen, nachher das Gefühl hatte, da gibt es so eine verschworene Gemeinschaft von Virologen, das sind so 7, 8 Leute und da gibt es dann vielleicht das Team Freiheit und das Team Sicherheit und die sind sich da vielleicht nicht in allen Punkten einig, aber das ist so das, was man Virologie nennt. Was hat dieses Bild mit der Wirklichkeit eigentlich zu tun gehabt? Ja, es ist sehr schwer. Ich glaube, das ist auch oft diskutiert worden. Also diese Schwarz-Weiß-Team-Vorsicht und so weiter. Also das hat uns, glaube ich, wenig weitergebracht in der gesamten Diskussion und auch in der Bewältigung dieser Pandemie. Aber es ist schon so, die Virologie ist ein kleines Fach, eines der kleinsten Fächer, wenn wir das in der Medizin sehen. Es gibt wenige Lehrschüler und insofern ist das schon so, dass sich jeder kennt natürlich. Jeder weiß, was der andere macht und insofern ist es schon so, dass wenn es zu unterschiedlichen Einschätzungen kommt, eben der Datenlage, der Fakten, dass das dann in so einem kleinen Fach schon eine Herausforderung ist, nicht? Weil man sich ja überall sieht auf den entsprechenden Konferenzen, und gerade wenn man eben im gleichen Gebiet auch forscht, wenn das dann eben durch bestimmte Medienformate noch sehr verstärkt wird, ja, die Diskussion als Konflikt letztendlich, dann ist das eine unheimlich große Herausforderung, die wir, glaube ich, eben auch als Virologen nicht gut gelöst haben in den letzten 3 Jahren. Also das wird uns die nächsten Jahrzehnte, das muss man wirklich so sehen, sehr, sehr stark noch fordern. Ich habe das ja beim ersten SARS-Virus auch schon mitbekommen. Selbst da gab es Zerwürfnisse, da kann man ehrlich sein, die gab es und auch da geht es genau eben um eben bestimmte Interessen. Wer kommt mit auf die Publikation, wer kriegt welche Fördergelder? Also das ist jedes Mal so und das ist jetzt natürlich im Rahmen der Pandemie hat sich das vertausendfacht, ne? Und wenn man schon sieht, welche Zerwürfnisse es bei SARS-CoV-1 gegeben hat, und kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das jetzt bei SARS-CoV-2 ist und gewesen ist. Und ich schaue dann gerne auch in andere Fächer, wenn wir jetzt zum Beispiel die Pädiater uns anschauen. Und da ist es so, die sind natürlich einmal auch breiter einfach, nicht so viel mehr, dass andere Kolleginnen und Kollegen das besser gemacht haben. Ne? Aber sie standen sicherlich auch nicht so im Fokus bestimmter Medienformate wie eben die Virologen. Und insofern war das einfach eine unheimliche Herausforderung. Und ich glaube, wahrscheinlich hätten die wenigsten das irgendwie ohne Blessuren gut überstanden, wenn man so als Fachrichtung, als Virologie. Es war einfach unheimlich schwer, glaube ich, da gut durchzukommen. Aber vielleicht geben Sie mal so einen kleinen Einblick. Also inwieweit hatte die Diskussion innerhalb der virologischen Fachgesellschaft irgendetwas
gemein mit der Diskussion, die dann zum Teil in die Öffentlichkeit kam. Ja, also die Diskussionen, die zum Beispiel auf den wissenschaftlichen Jahrestagungen oder auf Konferenzen stattfinden, sind natürlich größtenteils eben keine Diskussionen, wo es um Fragen geht, die die Virologie eben gar nicht betreffen. Und größtenteils wurden aber natürlich auch in den Medienformaten, in Medienfragen besprochen mit Virologen, die eigentlich gar nicht die Virologie betreffen. Also epidemiologische Fragestellungen oder Fragestellungen der Infektiologie. Und das, was letztendlich den Facharzt für Virologie ausmacht, also letztendlich die Labordiagnostik, also größtenteils, sicherlich auch kleinere andere Teilaspekte wie Infektionsepidemiologie, aber größtenteils ist einfach die Labordiagnostik, die spielten ja in diesen ganzen Fragen also hatten eigentlich den kleinsten Anteil, nicht? Und es wurden ganz andere Fragen diskutiert, wie Schulschließungen. Ich meine, sowas wird natürlich nicht auf virologischen Fachtagungen, auch nicht innerhalb der Gesellschaft für Virologie diskutiert, weil da einfach ja auch die Breite der Expertise fehlt, ist doch jedem klar. Das heißt, was man diskutiert, und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Stellungnahmen der Gesellschaft für Virologie, sind zum Beispiel Fragen, welche Teste wann verwendet werden sollen, auch Fragen natürlich zum Impfstoff. Das ist natürlich auch ein Gebiet, was mit abgedeckt wird durch die Gesellschaft für Virologie. Also das sind Fragen, die man diskutiert hat und wo es dann auch letztendlich zu Stellungnahmen der Gesellschaft gegeben hat. Aber natürlich eben keine Fragen zu Lockdown, ja oder nein, weil es ist ja klar, das ist ja eine sozusagen so komplexe Fragestellung, da kann die Virologie, und das ist von Anfang an eigentlich klar gewesen, meines Erachtens, so einen ganz kleinen Aspekt dazu beisteuern. Jetzt sind Sie ja in der Öffentlichkeit früh schon aufgefallen als jemand, der manche Maßnahmen doch auch sehr kritisch begleitet hat. Also ich denke besonders an eine frühe Äußerung zur flächendeckenden Maskenpflicht. Wie ist denn das innerhalb Ihres Lehrstuhls beispielsweise diskutiert worden? Also gibt's da auch eine ähnliche Spannbreite, sagen wir mal, an Debatten, wie es die in der Gesellschaft eben auch gibt? Gab's da Kollegen, die gesagt haben, ach, der Schmidt-Rahner sieht das vielleicht ein bisschen alles zu locker, oder ist man sich da weitestgehend einig? Ja, ich glaube, das hat man ja auch mitbekommen, dadurch, dass das leider auch denn zum Teil in aller Ausführlichkeit eben in den Medienformaten dargestellt wurde. Ich habe mir sicherlich nicht viele Freunde gemacht, das muss man schon so sagen. Gerade wenn man eben, sag ich mal, aus fachlicher Perspektive basierend eben auf den Fakten zu einer anderen Einschätzung kommt, die letztendlich, sagen wir mal, nicht der Einschätzung der Mehrheit entspricht damals. Zum Beispiel, man muss es dann an konkreten Beispielen natürlich jetzt festmachen, das ist jetzt sehr pauschal, aber wir könnten jetzt einzelne Beispiele, ja, dann ist das schwierig. Und es gab ja dann auch entsprechende sehr harte Reaktionen, unter anderem auch der Gesellschaft für Virologie im November 21, kann ich mich erinnern, wo man sich eben ganz klar zu den politisch angeordneten Maßnahmen bekannt hat. Und das halte ich eben für eine wissenschaftliche Fachgesellschaft für hochproblematisch, nicht? Das hat mich sehr, sehr an die DDR erinnert, wo man ähnliche Stellungnahmen, ich war zwar sehr jung, aber meine Familie war sehr stark davon betroffen, eben ähnliche Stellungnahmen von wissenschaftlichen Fachgesellschaften bekommen hat. Also da ist sicherlich etwas verrutscht und da hätte man, glaube ich, Wissenschaft viel stärker leben müssen, nicht? Die Perspektivenvielfalt natürlich immer basierend ist ja logisch und das war es ja auch immer auf den Fakten, auf den wissenschaftlichen Daten, aber trotzdem kann man dort zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, nicht? Wie diese wissenschaftlichen Daten und Fakten eben zu bewerten sind. Und können das gerne an einzelnen Beispielen auch durchgehen. Am Anfang gab es zum Beispiel ja nicht genügend Masken, also OP-Masken, FFP2-Masken so und so nicht. Und darum habe ich gesagt, es ist jetzt erstmal viel wichtiger, dass wir die besonders gefährdet sind in den Arztpraxen, in den Kliniken, dass die erstmal ausgestattet werden, bevor man irgendwie die ganze Bevölkerung nun mit Masken ausstattet, weil sonst kaufen die Masken weg und es bleibt eben nichts mehr fürs Pflegepersonal. Also das war in der Anfangszeit, darum hatte ich ja gesagt, also erstmal dort, wo es wirklich brennt. Und der zweite Punkt, wo ich sicherlich auch eine unterschiedliche Einschätzung gehabt habe, aber die immer eigentlich basierend auf den Stellungnahmen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, anderer wissenschaftlicher Fachgesellschaften basierte, war eben der Einsatz, der massenhafte Einsatz von FFP2-Masken, nicht? Also auch verpflichtend auf Bevölkerungsebene, wo eigentlich die Daten auch immer da waren, dass das nicht sinnvoll ist aus verschiedenen Aspekten, ne? Es geht nicht darum, dass die Maske im Einzelnen einer bestimmten Risikosituation sehr gut wirkt. Natürlich, es geht hier immer darum, Allgemeinbevölkerung, Maskenpflichten in Situationen, wo Risiken auch eben sehr gering sind. Also darum ging es immer und das ist auch ein gutes Beispiel, weil das dann eben oftmals auch so dargestellt wurde, eben auch in bestimmten Medienformaten, so für Masken oder gegen Masken. Also auch wieder genau dieses Vereinfachen Schwarz-Weiß, was eben vollkommen falsch ist. Es war eben viel, viel differenzierter. Ja, und eigentlich auch in der Grundrichtung, so wie ich immer argumentiert habe, Maßnahmen oder auch Ressourcen erstmal an den Stellen einzusetzen, wo wir die größte Wirksamkeit, auch die größte Effizienz haben. Und das ist von Anfang an
quasi sehr aufgefächert worden, ich sage mal Gießkannenprinzip, sodass wir Maßnahmen und Ressourcen immer versucht haben, in der Gesamtbevölkerung einzusetzen und dadurch eben an den entscheidenden Punkten Kraft verloren haben, Ressourcen verloren haben. Und das Ergebnis war, dass wir einen Großteil der Toten natürlich in alten Pflegeheimen gehabt haben, ne? Weil man eben nicht stark und fokussiert genug, das ist meine Einschätzung, Ressourcen eingesetzt hat, sondern eben Schulen und Kitas geschlossen hat, ne? Und das kostet auch Ressourcen, ist ja klar. Und das ist eine Frage, die sicherlich auch nochmal näher untersucht werden muss, auch im Rahmen einer Enquete-Kommission, Aufarbeitung, ne, spielt in dem Zusammenhang eine Rolle. Bevor wir zur Enquete-Kommission, Sie haben es gerade schon angedeutet, oder zu diesem Thema Aufarbeitung kommen, hätte ich doch noch jenseits der Details eine Frage, weil Sie es eben meinten, das erinnerte Sie dann doch in der Art, wie die Debatte geführt wurde, zum Teil an die DDR. Man bringt ja auch jenseits des Ringens um medizinische oder wissenschaftliche Evidenz, bringt man ja auch immer eine Subjektivität mit qua Biografie. Ich glaube, dieser Topos vom Wissenschaftler, der ganz objektiv über den Dingen schwebt und wirklich nur sich an den Fakten orientiert, das ist ein schöner Mythos, aber das funktioniert ja wahrscheinlich in der Realität nicht. Und die Art, wie Sie sich zum Teil in diesen Diskurs eben eingebracht haben, bringt mich schon zu der Frage, hat das auch was mit Charakter zu tun? Das ist jetzt ein großes Wort. Ich würde es genauso eigentlich sagen wollen, wie Sie es gesagt haben. Es hängt mit der persönlichen Lebenserfahrung zusammen und dass man einfach, auch wenn bestimmte Sätze fallen oder formuliert werden, sagen wir mal, empfindlicher reagiert als andere Kolleginnen und Kollegen, die eben eine andere Lebenserfahrung haben, sagen wir mal, eben in der BRD aufgewachsen sind. Und da gab es eben mehrere Situationen, wo das genauso gewesen ist. Man sagt halt, also das geht hier in keine gute Richtung. Das ist nicht richtig, das so zu machen. Und wir haben es so erlebt. Ja, und für andere war das, also die das vielleicht nicht so erlebt haben, war das eben genau richtig, um nochmal klar zu machen, wie ernst die Situation ist und dass es jetzt eben gerade erforderlich ist, so stark auch zu argumentieren, auch eben für die Grundrechtseingriffe. Also insofern kann ich diese Perspektivenvielfalt verstehen, aber natürlich ist es auch wichtig, dann zu akzeptieren, dass gerade die Menschen, natürlich dazu, die in der DDR aufgewachsen sind und gerade eben auf so eine Formulierung besonders empfindlich reagieren. Und darum ist das für mich immer so dieses Beispiel, ja, also Stellungnahme zu den politisch angeordneten Maßnahmen von einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft finde ich hochproblematisch. Da war ich einfach nur so erstaunt, ja, dass so etwas kommt von einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, dass man da überhaupt kein Gespür dafür hat. Aber das zeigt auch, das habe ich auch oft schon gesagt, dass zum Beispiel alle Kolleginnen und Kollegen haben eine westdeutsche Biografie. Ich bin der einzige Ostdeutsche gewesen. Im Regelfall ist mir das vollkommen egal, aber an dem Punkt war es so, dass es mir dann nochmal irgendwie so eingefallen ist. Sagt, eigentlich alle, die sich äußern, von Drosten, Ziesek, sind alle im Westdeutsch. Und das zeigt sich ja auch, dass die Virologie als Fach, um da wieder zurückzukommen, sehr stark geschwächt wurde in Ostdeutschland. Viele Lehrstühle sind verloren gegangen oder sind eben durch Kolleginnen und Kollegen aus Westdeutschland eben besetzt worden. Der letzte war Detlef Krüger letztendlich, der aber eben schon vor längerer Zeit dann emeritiert wurde. Also insofern glaube ich, diese Perspektivenvielfalt auch sozusagen, woher man kommt, das hätte man vielleicht auch noch stärker betonen müssen und sich auch stärker abbilden müssen im medialen Diskurs meines Erachtens. Wir haben zum Teil, ich habe das ja verfolgt, weiß ich jetzt, Berliner Zeitung zum Beispiel, ne, haben wir auch schon Unterschiede gesehen, wie die Dinge diskutiert wurden und auch eben in den Medien dargestellt wurden. Also finde ich ein ganz interessanter Punkt, aber ich bin natürlich jetzt auch nicht der Experte dafür, um das zu bewerten, aber das ist mir das erste Mal da eigentlich, also in den Jahren zuvor ist mir das nie so aufgefallen, aber jetzt eben in der Pandemie ist mir das nochmal sehr stark bewusst geworden. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, weil also Detlef Krüger ja auch jemand war, der hat sich nicht häufig geäußert, aber wenn er sich geäußert hat, doch auch eher kritischer und ein bisschen zum Augenmaß irgendwie gemahnt hat. Und das kann ja tatsächlich mit der ostdeutschen Biografie zusammenhängen. Ja. Ich glaube, gerade die Freiheit der Wissenschaft, ich glaube, das ist, und ich kenne auch andere ostdeutsche Kollegen, die sich gar nicht geäußert haben, mit denen ich aber das auch immer oft diskutiert habe, für die das auch der Hauptpunkt gewesen ist. Ja, wenn es darum geht, hier sozusagen diese Perspektivenvielfalt, auch die Breite der Wissenschaft einengen zu wollen, Schlagwort die Wissenschaft, absolut fatal, dann ist auch bei diesen Kollegen und Kollegen sind die Alarmglocken angegangen, ne? Eben genau aus dieser persönlichen Lebenserfahrung heraus. Und darum, also das ist gar kein Vorwurf an die Kollegen, die diese Lebenserfahrung nicht haben. Sie haben sie einfach so nicht gemacht in Westdeutschland und insofern
ist das auch okay, aber ich finde, dann sollte man zumindest das auch mit einbeziehen und wahrnehmen, nicht? Und eben nicht marginalisieren und sagen, die Wissenschaft sind wir. Es ist zumindest in meiner Wahrnehmung ist ja so gewesen, dass man gerade, sagen wir mal, besonders während des ersten Pandemiejahrs mit einer Mindermeinung oder mit einer öffentlich geäußerten anderen Meinung, in welchem Bereich jetzt auch immer, dass da immer so sehr schnell das Risiko war, aufgrund vielleicht auch der zugespitzten Gefahrenlage, ich will das ja gar nicht mindern, auf eine abschüssige Bahn irgendwie zu kommen. Ja, also der Fall Ioannidis ist so, glaube ich, der bekannteste international, wo es, also wo plötzlich Wissenschaftler, die gestern noch hoch anerkannt und dekoriert waren, plötzlich zu was auch immer deklariert wurden. Gibt es da dann auch, wenn man sich dann äußert, so ein Bewusstsein für eine gewisse Vorsicht oder ist da auch eine Angst mit im Spiel? Also wo ist die Grenze, die man nicht überschreiten darf? Das ist auch eine sehr schwierige Frage und es ist so, dass sich das sicherlich in den letzten Jahren auch verändert hat. Das heißt, die Wissenschaftskommunikation und die Bereitschaft zur Wissenschaftskommunikation. Früher, wenn man quasi zum Beispiel TV-Interviews, immer mal 10, 20 Jahre zurück, nicht, dann war das Risiko viel größer, dass man in der wissenschaftlichen Community, sagen wir mal eher gesagt, ja gut, das ist ja ein Leichtfuß, nicht? Also zum Beispiel Interviews mit der Bild-Zeitung, oh Gott, dann war man gleich verbrannt. Wir haben das auch oft bei uns im Tropeninstitut diskutiert und haben eigentlich relativ früh, auch schon vor der Pandemie, uns eigentlich immer dazu entschieden, dass wir versuchen, alle unterschiedlichen Medienformate zu bedienen, um eben auch möglichst viele Menschen zu erreichen, die man eben mit Zeit Online nicht erreicht oder mit Cicero nicht erreicht. Und insofern war es für uns immer wichtig, wenn bestimmte Qualitätsvorgaben erfüllt sind und das auch kommuniziert wird, das, was man gesagt hat, dass das dann auch in Ordnung ist, wenn man mit der Bild-Zeitung zum Beispiel kommuniziert. Und es gibt ja durchaus auch sehr gute Formate, zum Beispiel, wo über Krebserkrankungen aufgeklärt wird in der Bild-Zeitung, ne, wo bestimmte Zentren auch gut dargestellt werden, Expertise dargestellt wird. Da gibt es meines Erachtens wirklich gute Beispiele. Und es ist einfach mal so, dass die Bild-Zeitung eigentlich, wenn wir jetzt auch an die Pandemie denken, gerade die Zielgruppe erreicht, die zum einen am größten gefährdet gewesen ist, ja, sowohl von der Erkrankung, aber eben auch von den Maßnahmen. Ja. Und insofern ganz, ganz wichtig eigentlich, finde ich, im Rahmen der Wissenschaftskommunikation mit solchen Formaten auch zusammenzuarbeiten, soweit es eben vertretbar ist. Und das haben wir natürlich auch mal überprüft am Tropeninstitut. Und ich muss sagen, in der Pandemie, wenn ich so zurückblicke, hatte ich durchaus mehr Probleme mit anderen Formaten, wo man vielleicht jetzt nicht zuerst gesagt hätte, oh Gott, das kann man nicht machen. Also es gab zum Beispiel ein Interview mit dem Deutschlandfunk, das vollkommen falsch dann sozusagen dargestellt wurde. Es war ein Radiointerview, was dann verschriftlicht wurde. Das vollkommen sozusagen missverständlich dann war. Und ich muss sagen, es gab sicherlich auch mal problematische Formulierungen in der Bild-Zeitung, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich immer so, wie es besprochen wurde und wurde es dann auch genauso abgedruckt und dargestellt und eigentlich nicht verfälscht. Insofern gibt es da positive und negative Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und nochmal, genau das Mitnehmen der Bevölkerung, um nochmal einen ganz wichtigen Aspekt jetzt in der Pandemie zu bringen, ist ja letztendlich Grundlage einmal für das Vertrauen und die Mitarbeit der Bevölkerung in der Pandemie. Und wir haben ja gesehen, beim ersten Lockdown, nicht? Also ein Großteil der Bevölkerung hat das mitgemacht. Das war vollkommen unklar, was kommt da auf uns zu. Das hat gut funktioniert, ja. Und ohne diese Mitarbeit wird es dann schwer. Und die wurde eben im Rahmen, ja, einmal auch der politischen Kommunikation Stück für Stück verspielt, meines Erachtens. Und das wird eine unheimlich große Herausforderung für nächste Gesundheitskrisen, das wiederzugewinnen. Ich sehe das noch nicht. Das ist unheimlich schwierig, das wiederzugewinnen. Gerade eben in den Bevölkerungsgruppen, die ich jetzt angesprochen habe. Ja, also das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die Politik, aber eben auch die Wissenschaft da noch zu meistern hat in den nächsten Jahren. Es wurde Vertrauen verspielt. Das ist sicherlich so. Ich glaube, das ist ja auch ein Bereich, den jenseits von Politik und Wissenschaft sicherlich auch die Medien aufbereiten müssen, nochmal aufarbeiten müssen. Sie sprachen gerade die Wissenschaftskommunikation an. Da gehört ja dann letztlich auch das Medium mit dazu. Ich erinnere mich, es gab jüngst einen ganz interessanten Kommentar auf Deutschlandfunk zu dieser Frage, wo ich weiß leider nicht mehr, welcher Kollege das war, aber eben die Evidenzbasierung in der Wissenschaftskommunikation doch sehr vermisst hat. Wie beurteilen Sie das? Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien in dieser Pandemie? Das ist ein sehr breites Thema, um vielleicht nochmal, und ich komme dann auf den Punkt, man muss einmal den Unterschied machen, den man auch gesehen hat, von Kollegen, die Wissenschaftskommunikation betrieben haben, die schon
Rente oder emeritiert sind, ja, oder Kollegen, die noch 20, 30 Jahre vor sich haben im Wissenschaftsbetrieb. Mhm. Es ist ein gravierender Unterschied. Ich glaube, man sieht so etwas auch manchmal in Ihrem Metier, in den Medien, dass Kollegen, die sozusagen nicht mehr aktiv sind, sich plötzlich ganz anders äußern, als wenn sie noch eine Sendung betreut haben. Mhm. Und das ist erstaunlicherweise in der Wissenschaft auch so, weil, ich sag's jetzt mal so, der Wissenschaftsbetrieb einfach von so vielen Interessen abhängig ist und man selber sozusagen von so vielen Punkten abhängig ist, dass man sich einfach anders äußern muss, wenn man noch 20, 30 Jahre in diesem Wissenschaftsbetrieb bestehen muss. Stichpunkt Drittmittel zum Beispiel, mhm, nicht? Und damit natürlich im Zusammenhang stehen Zusammenarbeit mit der Politik. Das heißt, man ist ganz anderen Zwängen ausgesetzt als ein Kollege wie Detlef Krüger zum Beispiel, der schon eben emeritiert ist. Also da hat man dann ganz andere Freiheiten. Und zum anderen spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wo man angesiedelt ist. Ist man zum Beispiel in einem Ressortinstitut angesiedelt, wie zum Beispiel Lothar Wieler? Ganz andere Abhängigkeiten als ein Universitätsprofessor, der schon natürlich mehr Freiheiten hat. Eben nicht direkt letztendlich dann am BMG angelegt ist. Nur mal, um dann auf die Medien zu kommen, ist es mir immer wichtig gewesen. Und das wurde leider nicht geleistet, weil natürlich auch die Finanzierung gerade des Wissenschaftsjournalismus immer schwierig war oder immer schwieriger geworden ist. Aber sozusagen die Interessenkonflikte, die alle Wissenschaftler sozusagen haben, zu kennen, zu hinterfragen und das mit einzubeziehen, kritisch. Also genau das, was Herr Grill auch angesprochen hat. Mhm. Das ist ein großes Versäumnis der letzten 3 Jahre gewesen von den meisten Wissenschaftsjournalisten. Es ist natürlich eine schwierige Situation. Wenn ich das berücksichtige, gehe ich natürlich das Risiko ein, dass ich nie mehr von dem Interview bekomme, nicht? Und dadurch, dass das Gebiet sehr klein ist, kann man das vielleicht 3-mal machen und dann hat man letztendlich keinen Zugang mehr. Also ich verstehe das auch, aber sozusagen dieses Verständnis für die Interessenkonflikte und vor allen Dingen wichtig, das transparent darzustellen, ist etwas, was wir gerade im Bereich der Medizin in den letzten 10, 20 Jahren sozusagen gelernt haben, wie entscheidend das ist, um Vertrauen zu behalten und zu gewinnen. Und das ist etwas, was überhaupt nicht gut funktioniert hat in der Pandemie. Einmal eben von Seiten des Wissenschaftsjournalismus, aber eben auch von Seiten vieler Kolleginnen und Kollegen. Also diese Transparenz ganz klar eben auch herzustellen. Wir haben das von Anfang an berücksichtigt. Also ich sage jetzt wir als Tropeninstitut, haben sich ja verschiedene Kollegen auch geäußert, haben das sozusagen auf der Webseite sehr früh 2020 öffentlich gemacht, welche potenziellen Interessenskonflikte eben bestehen. Insofern konnte man die Aussagen, die man getätigt hatte, immer gegenüber diesen Interessenskonflikten wichten und sagen, Schmidt-Chanasit hat Vorträge für Pfizer gemacht zum Beispiel, erstmal ein Beispiel, ja, oder hat mit Pfizer zusammengearbeitet. Also könnten wir Äußerungen bezüglich der Impfstoffe vor diesem Hintergrund anders werten als vielleicht Kollegen, die das nicht gemacht haben. Also das ist ganz wichtig. Und das ist etwas, was in der Medizin eigentlich, wie gesagt, gerade in den letzten 10, 20 Jahren immer stärker etabliert wurde, verbreitet aufgrund vieler Skandale, mhm, was ich unheimlich wichtig finde und was zum Beispiel auch, darum habe ich die STIKO auch immer sehr, sehr verteidigt, was auch Grundlage der Arbeit der STIKO ist. Ich bin in der Arbeitsgruppe der STIKO. Wir müssen jedes Jahr sozusagen seitenweise diese Formulare ausfüllen, wo wir Vorträge gehalten haben, welche Zusammenarbeit es eben gibt mit der Industrie und das wird dann berücksichtigt. Und wenn es da einen Konflikt gibt, einen Interessenkonflikt, darf man nicht mit abstimmen. Absolut konsequent, nachvollziehbar, transparent. Und das ist eben etwas, was in anderen Gremien, Expertenrat oder in der Politikberatung, ich habe nicht gesehen, dass das da irgendwo eine Rolle gespielt hat, ja, oder transparent dargestellt wurde. Und also was ich merke, ist, also jetzt im Journalismus, glaube ich schon auch, gibt es eine Rückentwicklung, also auch hin zu dieser eher eminenzbasierten Darstellung. Und gerade Markus Grill ist ja jemand, der in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich schon jemand war, der großartige Bücher, also auch geradezu Interessensüberschneidungen geschrieben hat. Und da würde ich mir schon, glaube ich, von vielen Kollegen wünschen oder von uns allen, glaube ich, wünschen, dass wir da also nicht nur von Seiten der Medizin sensibler wieder werden, sondern auch eben von Seiten des Journalismus. Jetzt scheint es ja momentan ein bisschen so zu sein, dass der Diskurs wieder ein bisschen weiter werden kann, dass jetzt auch Themen plötzlich in die Darstellung kommen, die vielleicht vor einem Jahr noch hinten runterfielen, aus welchen Gründen auch immer. Stichwort Enquete-Kommission, die ja jetzt sogar von Karl Lauterbach vielleicht nicht gefordert wird, aber er erklärt sich durchaus einverstanden zu einer Enquete-Kommission. Würden Sie sagen, dass das das richtige Mittel ist, um
zumindest das politische, die politischen Fehler oder vielleicht auch die Dinge, die gut gelaufen sind, das sind ja nicht nur die Fehler, aufzuarbeiten? Oder braucht es da ein schärferes Schwert? Es ist jetzt vielleicht auch keine Frage an den Wissenschaftler Schmidt-Schanner, es ist vielleicht mehr an den Bürger. Aber wenn wir es also aus wissenschaftlicher Perspektive sehen, und die möchte ich gerne einnehmen, finde ich eine Aufarbeitung sehr, sehr wichtig. Wie stark das denn politisch stattzufinden hat, das würde ich mir vielleicht als Bürger wünschen. Ja, ich glaube nicht daran. Aber wissenschaftlich finde ich das ganz, ganz wichtig, nicht? Also, dass wir die Daten generieren, um genau zu sehen, warum wurde was wie entschieden? Gab es dafür Daten? Gab es die Daten nicht? Oder auf welcher Datengrundlage wurden zum Beispiel Kita und Schulen geschlossen? Und wichtig sind eben nochmal, glaube ich, auch wissenschaftlich im Rahmen der Pandemievorbereitung, Epidemievorbereitung, diese Entscheidungswege, ja, damit man einfach für die nächste Epidemie, das reicht schon vollkommen aus, eben weiß, es muss ein Gremium geben und diesen Entscheidungsweg gibt es, also nicht über die Ministerpräsidentenkonferenz, sondern zum Beispiel eben über das Bundeskanzleramt oder eben über die Ministerien. Das ist wichtig zu verstehen, weil Schnelligkeit, das haben wir gesehen, ist natürlich entscheidend, gerade in der Anfangszeit der Pandemie, und man hat einfach nicht die Zeit, dann eben monatelang zu diskutieren. Es muss sehr, sehr zeitnah etwas entschieden werden, aber nichtsdestotrotz, so wie es, glaube ich, gelaufen ist, war es nicht gut, auch wenn es zum Teil schnell ging. Ja, und das zu verstehen, transparent zu machen und dann eben besser vorbereitet zu sein, das ist, glaube ich, alles, das ist natürlich das, was ich mir als Wissenschaftler aus wissenschaftlicher Perspektive wünsche. Ne? Jetzt gab es ja, das kann man ja auch schon als einen Akt der Aufarbeitung vielleicht betrachten, es gab den Evaluationsbericht des Sachverständigenrates, der dann ja aber auch sehr schnell, sagen wir mal, unter die politischen Räder geraten ist, oder jeder hat dann da das reingelesen, was er gerne wollte. Ist das nicht auch von einer Enquete-Kommission am Ende zu befürchten? Ich befürchte es. Insofern wäre es mir als Wissenschaftler ein Anliegen, dass vielleicht so eine Aufarbeitung durch die Wissenschaftsorganisation, durch eine Kommission, die durch die unabhängigen Wissenschaftskommission geschaffen wird, ja, eben erfolgt. Es gibt ja die Allianz der Wissenschaftsorganisationen, Leibniz, Max Planck und so weiter. Und das wäre sicherlich etwas, was man durchaus unterstützen könnte. Erstaunlicherweise ist es eben in dem Bereich, den ich genannt habe, also Max Planck, Leopoldina, Leibniz, DFG, in den letzten Wochen und Monaten sehr ruhig geworden. Also Wissenschaftsrat auch ganz wichtig zum Beispiel zu nennen hier. Und ich würde mir wünschen, dass hier eben eine Aufarbeitung mit einem entsprechend gut besetzten und auch finanzierten, natürlich mit Ressourcen, nicht? Man muss ja ausgestattet werden, um sowas auch gut machen zu können, dass das eben geschaffen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und das kann meines Erachtens ja vollkommen unabhängig von einer politischen Entscheidung geschehen, nicht? Auf Initiative der Wissenschaftsorganisation. Also das würde ich mir wünschen, welchen Beitrag dann die Politik leisten kann und ob dieser sinnvoll ist, das werden wir sehen. Wie könnte denn Aufarbeitung oder auch nochmal Sichtbarmachung und Strukturhinterfragung innerhalb der Wissenschaften selbst aussehen? Also genauso wie ich es gesagt habe, wir haben Wissenschaftsorganisationen, wir haben auch wissenschaftliche Institute, die sich damit eigentlich intensiv auseinandersetzen. Und die Frage ist, gibt es dafür eine Finanzierung? Es ist klar, wir haben es jetzt beim Expertenrat gesehen oder ja, der Sachverständigenkommission, dass die eben kaum Ressourcen hatten, und dann ist so etwas schwierig oder eigentlich zum Scheitern verurteilt. Insofern ist es ganz wichtig, dass hier Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um genau diese Arbeit zu machen. Woher diese Ressourcen kommen, muss man dann sehen, ob die einzelnen Organisationen dann eben einen bestimmten Anteil dazugeben. Also das ist jetzt aber Wissenschaftspolitik, nicht? Das ist auch letztendlich keine Frage für mich. Da müsste man jetzt mit den Präsidenten der jeweiligen Organisation sprechen. Aber so stelle ich mir das eigentlich vor, nicht? Aus dem Bereich der Wissenschaft und in anderen Ländern sehen wir das zum Teil, dass so etwas auch diskutiert und auch schon passiert, in Großbritannien zum Beispiel. Aber auch dort ist es schwierig. Auch dort wird eben das sehr oft ins Politische hineingezogen. Wir hatten das jetzt auch bei den Veröffentlichungen der Nachrichten sozusagen des ehemaligen Gesundheitsministers in England. Also das macht es dann natürlich immer schwierig. Also wie gesagt, ich sehe das wissenschaftlich. Wir müssen die Daten, Fakten analysieren, daraus die Lehren ziehen wissenschaftlich. Was dann politisch daraus gemacht wird, das ist jetzt keine Frage für mich. Ressourcen, die Sie ansprachen, beinhalten ja zunächst leider immer wieder Geld. Und Sie sprachen eben schon mal von den Drittmitteln. Ja. Da würde mich interessieren, wie sehr hat diese Corona-Krise jetzt auch zu einer
sagen wir mal, Verschiebung oder Neuorganisation von Drittmitteln geführt, heißt, ist das Ergebnis wirklich auch schon eine veränderte wissenschaftliche Landschaft, weil immer mehr beispielsweise in Grundlagenwissenschaften fließt? Ja, ist eine ganz spannende, interessante, wichtige Frage. Es gibt da sicherlich kurzzeitige Effekte. Wir haben ja gesehen, eine massive Finanzierung der SARS-CoV-2-Forschung mit über 250 Millionen, was einen nicht geringen Anteil der Gesamtfördersumme für Wissenschaft in Deutschland ausgemacht hat. Sicherlich ist es richtig gewesen, zusätzliche Ressourcen in die Hand zu nehmen. Die Frage ist immer, wie sie verteilt werden, in welchen Gebieten sie eingesetzt werden. Da ist es sicherlich so, dass man sagen kann, man hätte sich auch eine andere Verteilung wünschen können, zum Beispiel noch stärker für klinische Studien, nicht vielleicht in dieser Menge für Grundlagen. Und die Frage ist auch immer, inwieweit andere Forschungsrichtungen, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen dadurch beeinträchtigt werden. Das ist eine ganz entscheidende Frage. Sonst nehmen wir auf der einen Seite sehr, sehr viel weg, geben das in die Forschung für SARS-CoV-2 oder zoonotische Viren und an der anderen Stelle fehlt das. Ne? Und dann entsteht dort auch ein großer Bedarf letztendlich, der nicht gedeckt werden kann. Also das ist auch wieder Wissenschaftspolitik. Und nochmal, es sind hier sicherlich, was auch die Koordinierung sozusagen dieser Mittel, ja, also wo setze ich es gezielt ein, wie werden sie verwendet, sicherlich auch Fehler gemacht worden. Ne? Man hätte das meines Erachtens besser koordiniert, ja, auch an bestimmten Ergebnissen, die man in Deutschland sehen will oder eben an Daten, die man produzieren will, orientieren machen können. Und aber genau das ist ja das Problem. Einmal die Zusammenarbeit zwischen BMBF, BMG, also den unterschiedlichen Ministerien, die Mittelgeber sind, ja, bis hin zum Außenministerium auch zum Beispiel, ne? Koordinierungsfunktion im Bundeskanzleramt. Also das hat eben nicht so funktioniert, wie man sich das in einer Pandemie vielleicht auch gewünscht hätte. Und darum genau nochmal das, was ich eigentlich auch gesagt habe, das, was wir uns als Wissenschaftler wünschen. Genau diese Wege, Entscheidungsfindung, auch wie sind die Gelder geflossen und warum dahin, das zu verstehen und das besser zu machen, ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend im Sinne der Aufarbeitung. Aber nochmal, ja, ich sehe die Gefahr, dass hier einseitig sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wurde, dass andere Forschungszweige geschwächt wurden, die genauso wichtig sind. Ja, und wo man eben jetzt sehen muss, da sich sehr viele auf das Feld der, wir sagen, emerging Viren, der zoonotischen Viren jetzt fokussieren. Es sind ja ganz viele Kollegen, die früher zu Herpesviren geforscht haben, machen jetzt plötzlich zoonotische Viren. Ja, und vor 10 Jahren war das sehr überschaubar, nicht? Da waren das wie am Tropeninstitut, Christian Drosten, Marburger, nicht? Also da war das sehr überschaubar. Mittlerweile machen das viel, viel, viel mehr Gruppen. Ja, das heißt, da ist auch ein Bedarf entstanden, Drittmittel zu akquirieren, ja, der dann vielleicht auch abgebildet wird durch die Förderinstitutionen, aber eigentlich vom Verhältnis her ist da eben eine Unwucht entstanden. Wenn man sagen, Herz-Kreislauf, Krebs, also natürlich, ich will das jetzt nicht aufwiegen, aber es sind natürlich sehr, 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 sehr wichtige Felder, die genauso stark wissenschaftlich bearbeitet werden müssen. Und da wirklich aufzupassen, dass da eben nicht dieses Ungleichgewicht entsteht aufgrund der Pandemie. Aber nochmal, es war natürlich wichtig, dass wir in dieser Notsituation, dass diese Forschungsförderung erfolgt ist, auch natürlich im Bereich der Grundlagen. Es sind auch sehr, sehr gute Ergebnisse natürlich dort entstanden, auch sehr hochrangig publiziert. Das heißt auch wieder ein Aushängeschild für den Wissenschaftsstandort in Deutschland. Ich glaube, gerade mit Blick auch eben Großbritannien, Israel, auch USA, kann man das sicherlich auch noch verbessern, gerade eben im Bereich der klinischen Studien. Das hat ja gerade, glaube ich, eine Erhebung, letzte Woche war das gewesen, gezeigt, dass oftmals eben auch bestimmte Ergebnisse gar nicht publiziert wurden. Es ist zum Teil auch nichts rausgekommen, aber dass eben so etwas besser koordiniert werden müsste, zentral besser koordiniert. Das ist, glaube ich, hier ein wichtiger Punkt. Und dass die Gefahr ja, glaube ich, darin besteht, dass wir die nächste Pandemie wieder nur schwerpunktmäßig aus der Sicht der Grundlagenforschung betrachten, weil noch mehr Geld reingeflossen ist und eben die Klinik vielleicht dann am Ende ganz hinten. Ja, auch die Fragen der Epidemiologie und der nicht pharmazeutischen Interventionen. Also genau die Frage, was haben jetzt Masken gebracht? Eben genau diese Fragen, die eigentlich ganz entscheidend gewesen sind für unsere Gesellschaft, nicht? Also diese Studien in der Breite aufzusetzen und auch in der Schnelligkeit durchzuführen, sicherlich auch, sagen wir mal, sagen, hätte das RKI dafür die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen müssen, damit das eben schnell auch passiert. Ja, oder Narkogesundheitsstudie. Es gibt viele Beispiele, wo man sich gewundert hat, dass dort nicht massiv Ressourcen reingegangen sind, um genau diese Fragen zu beantworten, über die wir uns in den letzten 3 Jahren eigentlich streiten. Ja, und da einfach eine gute Datengrundlage dafür zu liefern,
bis hin zu zum Beispiel Impfnebenwirkungen, nicht? Also dass so etwas besser auch erfasst wird, ja, um es dann eben wissenschaftlich auch besser bewerten zu können. Also das ist zum Beispiel etwas, was in den skandinavischen Ländern auch viel, viel besser aufgestellt ist. Ich kann das ja zum Beispiel auch für den Bereich der Blutspende besser auch beurteilen, weil wir da jetzt im Bereich der Viren, mit denen ich mich beschäftige, also West-Nil-Virus zum Beispiel, da auch einen guten Vergleich haben, nicht? Also wie gut die Datenlage zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ist, ne? Also wer bekommt welche Blutspende, gibt es dort Probleme und wie schwierig das zum Teil dann auch in Deutschland ist. Ne? Ich würde am Ende gerne nochmal auf einen ganz speziellen Zweig der Grundlagenforschung zu sprechen kommen, nämlich die sogenannte Gain-of-Function-Forschung. Ich denke mir, wenn ich schon einen Virologen hier habe, möchte ich doch zumindest mal eine Erklärung dafür, warum brauchen wir Gain-of-Function-Forschung? Das ist ja ein Bereich, der jetzt doch sehr in Verruf geraten ist. Wir werden jetzt hier die Frage nicht klären können, ob das Virus aus einem Labor stammte oder nicht. Aber warum braucht es Gain-of-Function-Forschung, also eine Technologie, von der Ronald Wiesendanger ja sagte, die birgt die Gefahr des Tschernobyl der Virologie? Auch ein großes Thema. Ich muss jetzt sagen, als jemand, der im Institut arbeitet, wo es mehrere Hochsicherheitslabore gibt, über den Dreierbereich bis eben in den Viererbereich, wo mit Viren gearbeitet wird und auch das Prozedere kennt, wie schwierig ist es, Gain-of-Function-Forschung auch durchzuführen, wie strikt die Regularien mittlerweile sind. Vielleicht sind wir eigentlich an einem Punkt, also ich mache keine Gain-of-Function-Forschung, aber die Kollegen, die das eben machen, an einem Punkt, wo ich eigentlich aus virologischer Sicht mit allen Regularien, die ich überschauen kann, sagen kann, dass hier eigentlich alle Sicherheitsmaßnahmen, ich spreche jetzt nur für unser Institut oder die Institute, die ich überschauen kann, eingehalten werden, um solche Forschungen auch zu ermöglichen. Ob sie in dem Umfang, in dem Ausmaß immer notwendig ist, da traue ich mir jetzt pauschal auch keine Aussage zu. Da müssen wir jetzt auch wieder sehr in die Details gehen. Um welche Viren geht es? Was soll genau erforscht werden? Also ich möchte mich da jetzt, also wie Herr Wiesendanger, jetzt nicht pauschal zu dieser Aussage hinreißen lassen, dass es immer falsch ist, es ist immer gefährlich. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dass unter strenger Regulierung durchzuführen. Meines Erachtens findet die statt in Deutschland, in unserem Institut. Kenne ich die Protokolle sehr genau. Da wird sehr genau überprüft, ist das überhaupt sinnvoll? Ja. Unter dem Aspekt auch nochmal Dual Use spielt auch eine Rolle. Also kann das eben im Rahmen von Biowaffen zum Beispiel verwendet werden. Also das sind Punkte, mit denen man sich sehr, sehr intensiv auseinandersetzt und keiner macht so etwas leichtfertig oder weil er jetzt mal plötzlich eine Idee hat und fängt jetzt damit an. Also das sind meines Erachtens schon sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Da wird sehr genau hingeschaut. Es hat sich auch geändert in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und ich finde das gut, dass es strenger geworden ist, dass sehr genau überwacht wird. Ob man jetzt zu dem Punkt kommt, man kann da vollkommen darauf verzichten, das ist eine breite Diskussion. Es fängt schon alleine damit an, was man denn alles da hineinzählen würde in Gain of Function. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, selber das nie gemacht habe und das für meine Forschung auch nicht notwendig ist, überlasse ich das gerne eben den Kollegen, die das machen, die sich damit auch Jahrzehnte beschäftigen. Und dann kann das diskutiert werden. Also ich würde das weniger so aufladen wollen, sondern eben ganz sachlich, so wie ich es jetzt auch dargestellt habe, besprechen, welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es. Es ist klar, es kann immer Unfälle geben, aber wir müssen natürlich alles dafür tun, dass so etwas so unwahrscheinlich wie nur möglich ist. Ne? Mhm. Und dass die Situation in anderen Ländern eine andere ist, ja, das ist dann eben ein Problem. Ja. Und das würde ich dann, so wie Herr Wiesendanger, vielleicht auch klar benennen und sagen, also so kann man das auf keinen Fall machen. Herr Schmidt-Ranasit, ich bedanke mich ganz herzlich. Nachhören kann man diesen Podcast wie immer auf cicero.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.